Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe eine Warnung an alle, die sich in Apex Legends nicht an die Regeln halten. Es gibt einen Glitch, der ist vor 2 Monaten auf dem PC aufgetaucht, ist jetzt mittlerweile auch auf der Xbox und der PlayStation möglich, das sogenannte Dashboarding. Auf PC war es wie folgt: Alt und F4 gedrückt an einem bestimmten Punkt in Ranked und ihr habt dem Spiel vorgegaukelt, einen technischen Fehler zu haben. Und so habt ihr keine Minuspunkte bekommen. Und das funktioniert jetzt auch auf der PlayStation und auf der Xbox. Ab einem bestimmten Punkt quittet einer eurer Mates, wenn alle draufgegangen sind, wenn das Timing stimmt, bekommt ihr keine Minuspunkte. Ich möchte mich mal in Anführungszeichen als ein Opfer, klingt jetzt dämlich, aber ich kannte bis vor ein paar Tagen diesen Glitch nicht und ich habe mit ein paar Leuten gezockt, die das dann aktiv genutzt haben und ich habe mich gewundert, warum es keine Minuspunkte gibt. Ich habe mich dann auch darüber geäußert, dass ich es nicht okay finde und ob die Leute denn Bock hätten, gebannt zu werden. Und darauf habe ich von vielen auch, ich habe nämlich auf Twitter folgenden Post gefunden jetzt an diesem Tag, den blende ich euch schon mal ein. Viele fühlen sich sehr, sehr sicher, weil sie behaupten, 50-70% der Ranked-Spieler nutzen diesen Glitch aktiv. Die können ja nicht die ganzen Mitspieler bannen. Tja, am Arsch würde ich sagen, denn ein gewisser Vince schreibt, ob es einen offiziellen Weg gibt, Leute zu melden, die das Dashboarding aktiv benutzen. Und ein gewisser Eric Hewitt, der nichts anderes ist als einer der Chefdesigner von Respawn bzw. Apex Legends, antwortet darauf, es gibt keinen Grund, das manuell zu melden. Am Ende des Tages sehen wir es sowieso und der Tag der Bestrafung wird definitiv bevorstehen. Und das soll schon relativ zeitig passieren. Warum genau wissen die, wer das war? Ich habe nämlich selber die Sorge gehabt, wenn ich Opfer dieses Glitches bin, habe den aber nicht aktiv aktiviert. Nicht, dass ich dann von dieser Bannwelle auch betroffen bin, zum Beispiel, oder irgendwelche Zuschauer von euch haben jetzt vielleicht die Sorge, weil sie das schon mal mitbekommen haben, meine Fresse. Es gibt im Hintergrund sogenannte Algorithmen, die erkennen, ob es vielleicht ein technischer, naja, vielleicht nicht unbedingt ein technischer Fehler, aber die erkennen ein Muster. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel ständig in den Minuspunkten auf einmal auf mysteriöse Art und Weise rausfliegt, erkennt Apex im Hintergrund ein gewisses Muster. Wenn dieses Muster natürlich auch wäre, wenn ihr in den Pluspunkten wärt und fliegt ständig raus, dann wissen die, alles klar, der verarscht das Spiel nicht, der hat wirklich technische Probleme. Aber genauso soll es funktionieren. Inwieweit ihr gebannt werdet, eventuell komplett euren Account verliert. Das kann nämlich durchaus sein. Keine Ahnung, wie aktiv ihr diesen Glitch benutzen müsst. Es kann auch sein, dass euer Account nur resettet wird. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Bannwellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da nicht auf positiven Zuspruch bei vielen Zuschauern vielleicht von euch stoße, ich finde es richtig. Jeder, der das Spiel auf ehrliche Art und Weise spielt, ich habe zum Beispiel Platin bis Diamond mit Randoms mir wochenlang den Arsch aufgerissen und jeder, der sich daran aufgeilt, vielleicht Predator oder Diamant zu sein, nur weil er beschissen hat, der hat meiner Meinung nach eine Strafe verdient. Äußert euch gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und ich bin ganz ehrlich, jeder, der sich vielleicht negativ über diese Bannwelle äußert, der outet sich vielleicht ja doch als aktiver Nutzer dieses Glitches, ist zumindest meine Vermutung. Ich möchte jetzt hier keinen verurteilen, aber fühlt euch vielleicht gewarnt, diesen Glitch gar nicht erst auszuprobieren. Oder wenn ihr es aktiv benutzt, lasst es einfach besser bleiben, auch wenn ihr es einfach verdient habt. Sorry, dass ich das mal so ehrlich sage. Das soll es von mir gewesen sein, von diesem Informationsvideo. Spielt das Spiel einfach bitte auf ehrliche Art und Weise. Es kann ja nicht so schwer sein. Das war's von mir. Lasst euch in den Kommentaren gerne aus. Und jeder, der keine weiteren Informationsvideos über Apex Legends, Livestreams oder Tipps und Tricks Videos verpassen will, abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, ciao.